Willkommen zu dem nächsten Video in der Hardcore Farm Welt Reihe zu und das erste zu den Standardrüstungen. Ich dachte mir, wir starten am besten einfach mal mit den Berserkern. Ich will die drei Berserker, die wir so über die normale Farmwelt und über die normalen Eier, ich rede jetzt mal nicht von Zone 4, bekommen, einfach mit euch anschauen. Wir schauen jeden einzelnen mal an. Ich lese euch runter, was die können. Ich kann euch ein bisschen zeigen, was man da drauf verzaubern kann. Was vielleicht was bringt, vielleicht auch nicht. Manchmal Spekulation. Und auf jeden Fall zeige ich euch kurz in der Farmwelt, was die so machen. Starten wir als erstes mit dem roten Berserker. Dem Krieger hier. Der besteht aus einem Kriegshelm. Kriegsplatte, Kriegshose und Kriegsschuhe. Das Schwert der inneren Stärke sieht normalerweise in der Hand so aus. Ist ein bisschen groß. Also das war uns oder mir dann zu groß. Darum haben wir einen Transmog drauf gemacht und das nehme ich jetzt auch mit. Wenn ihr dann mal die Werte anschaut, von diesen Rüstungen ist immer wichtig, zuerst auf Leben zu schauen. Bei Rüstung gibt es relativ schnell ein Cap, da kann dann noch so viel stehen, das hat man relativ schnell erreicht und da bringt es nicht mehr so viel. Leben geht bis 1024 sicher hoch und darum würde ich darauf das Augenmerk legen. Wenn ihr was Gutes habt, so wie jetzt hier 96, dann oder hier jetzt eher Fokus auf Leben, dann schnappt euch sowas, sieht natürlich geil aus, wenn beide Werte hoch sind. Das ist natürlich mit 2x100 so das Optimalste und Geilste. Gut, wenn wir dann weiter unten schauen nach den Basiswerten, seht ihr als nächstes die Edelsteine. Da machen wir ein anderes Video, da könnt ihr dann noch Zusatzperks reinmachen, die euch die Rüstung verbessern, die Waffen verbessern mit Bewegung, mit Leben und so weiter und so fort. Das schauen wir aber separat mal an, wie man das genau macht. Weiteren Daten findet ihr unten dann, Bonus für aktive Ausrüstung. Da seht ihr, welchen Bonus ihr bekommt, mit welchen Anzahl Rüstungsteilen die ihr anhabt. Also mit 2 Rüstungsteilen kriegt ihr nur 15% Schaden zusätzlich und 10% Schadensreduzierung. Sobald ihr dann mehr anzieht, geht es weiter. Wichtig sind vor allem die halt mit 4, weil man spielt das Set ja meistens oder nur mit 4 Rüstungsteilen an. In diesem Fall jetzt hier, der rote Berserker. Deine Lebensregeneration aus allen Quellen ist stark erhöht. Das ist spürbar. Man merkt, wie er sich sehr viel schneller regeneriert. Der Träger hat keinen Hunger mehr, das ist auch sehr wichtig. Ihr müsst keine Nahrung mitnehmen. Ihr verliert keine Hungerkeulen beim Rumrennen oder beim Healen, das zeige ich euch auch gleich noch, was der Vorteil von dem ist. 60% Schaden Bonus und 25% Schadensreduzierung. Gut, ziehen wir die einfach mal an, nehmen wir die dann mit. So, wir schauen uns mal genau an, was der macht. Das Schwert hier zum Beispiel, seht ihr, Fokus auf Schaden, ne? Und Angriffsgeschwindigkeit ist auch wichtig bei dem, weil ihr so schnell zuschlagen wollt wie möglich. Hier könnt ihr drauf machen, Reparatur, Schärfe, Schwungkraft, Haltbarkeit, so wie die normalen Minecraft-Verzauberungen halt sind für Schwerter. Das ist ein Eisenschwert, da könnt ihr mit Eisenschwertern arbeiten und diese draufpacken, um das Schwert zu verzaubern. Die Rechtsklickfähigkeit ist nur all 180 Sekunden nutzbar. Geht dann 2 Minuten und ist ein Stärke 3 Buff, der deine Angriffsgeschwindigkeit um 10% erhöht, was auch sehr wichtig ist wieder. Ihr könnt hier so Rechtsklick machen, ne? Dann seht ihr hier schon, Stärke 3 Buff ist für 2 Minuten aktiv und dann kloppt ihr einfach viel schneller drauf. Der hier ist echt ausgelegt dazu, einfach so viel wie möglich zu Klickspam hier, um so viel wie möglich Schaden zu machen. Der Vorteil an dem Set ist halt auch, dass der Träger nicht hungert.
Dann könnt ihr nämlich mit so Heal-Stäben wie den hier arbeiten, der euch eigentlich hungern lassen würde. Also da würden dann hier unten komplett die Hungerkeulen weggehen. Geht aber bei dem Set ja dann nicht. Ihr könnt euch quasi für lau gratis einmal healen. Und zwar relativ stark. Hier glaube ich 50% mit dem Heal-Stab. Also so Heal-Stäbe, die euch hungern lassen würdet. Würden, die könnt ihr sehr gut mit diesem roten Berserker nutzen. Also ihr seid ein Damage-Dealer, mittlerer Damage-Dealer mit der Möglichkeit, euer Team zu unterstützen mit Heal quasi, wenn ihr an so einen Heal-Stab kommt. Also, ich denke, ich zeige euch einfach ganz kurz in jedem Video, wie man die Rüstungen upgradet, vor allem bei den Standard-Rüstungen, dann ist es einfach in jedem Video kurz eingepackt. Gut, das geht ganz einfach. Jedes Mal, wenn ihr wieder eine Rüstung ausgewählt habt, sagen wir mal, das ist unsere 1er Rüstung, dafür haben wir uns entschieden, weil sie so mega gut ist oder auch nicht. Warte, vielleicht nehmen wir hier was Besseres kurz. Ja, hier, so. Hier, ne, dann haben wir eine 1er Rüstung, mit der kämpfen wir. Die haben wir vielleicht auch schon verzaubert, ne, diese hier. Dann macht ihr einfach / Items Upgrade. Legt das linke, also das Teil, was ihr behalten wollt, einmal rein. Also einmal anklicken, dann geht es links rein. Links ist das Item, was behalten wird. Und rechts geht dann das rein, was geopfert wird für die nächste Stufe. Also ihr seht hier ein Level 1, Stufe 1 nochmal. Und dann ist es nach Stufe 2 mit den Werten von diesem Helm, von dem ersten. Die Prozente bleiben gleich. Leben, Rüstung und so weiter geht natürlich hoch durch das Level. Also wenn ich jetzt das hier so rausnehme, dann haben wir nur noch einen. Und dann geht es immer so weiter. Jetzt bräuchtet ihr einen Level 2 Helm. Könntet wieder den Befehl machen. Und hättet dann Level 3. Wichtig, ne? Das könnt ihr einmal auf den Plotz machen mit dem Befehl. Oder, wenn ihr am Spawn angekommen seid, einfach hinten in dieses Gebäude. Da steht der Items Upgrader. Mit hier. Das gleiche Bedienfeld. Und da könnt ihr die Items upgraden. Wenn ihr den rechts unten hier aktiviert, dann craftet die automatisch, das heißt, wenn ihr das erste anklickt, das zweite anklickt, ploppt es direkt runter als Level 2 quasi oder eine Stufe höher, so wie ihr es macht. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie viele Rüstungen man braucht. Jetzt brauche ich wieder ein Level 3, dann Level 4, dann brauche ich ein Level 5, dann brauche ich ein Level 6 dazu. Also das sammelt sich schon ganz gut, bis man mal Level 11 erreicht. Gut, den Berserker haben wir soweit, den roten, da machen wir den weiter mit dem nächsten. Gut, der nächste ist dieser Ansturm-Berserker. Der hat einen. Tu mir das Ding hier weg, das ist den Heal-Stab. Der hat einen Ansturm-Hammer, heißt es. Ist auch ein Eisenschwert, also da könnt ihr auch mit Eisenschwertern arbeiten, um den zu verzaubern. Ich habe jetzt gerade keinen verzauberten. Dann habt ihr hier Helm des Ansturms, Brustplatte des Ansturms, Hose des Ansturms und Schuhe des Ansturms. Ganz normal zu verzaubern mit Schutzreparatur, Haltbarkeit. Nichts Spezielles, ihr könnt noch Eisläufer draufpacken. Auf den Hammer könnt ihr die ganzen Verzauberungen von dem Schwert draufpacken. Also Schärfe, Schwungkraft, Reparatur, Haltbarkeit, so in die Richtung. Der Ansturmhammer gibt euch einen Bonus bei 4 getragenen Teilen. Also bei dem ganzen Set, wenn ihr das anhabt, dann hielt euch der Ansturm. Ich zeige euch den Ansturm gleich, wie der aussieht, um 10%. Also ihr rutscht mit dem Ansturm einmal durch die Gegner und jeder getroffene Gegner hielt euch dann um 10% eurer Lebenspunkte. 50% Schadensbonus, 15% Schadensreduzierung. Die Werte vom Ansturmhammer, die Fähigkeit ist eben dieses Ansturm. Mit Rechtsklick rutscht ihr einmal durch die Gegner durch, Linksklick
haut ihr ganz normal drauf. Ich gehe euch das gleich zeigen. Mit Linksklick haut ihr ganz normal wie ein Schwert da drauf. Und mit Rechtsklick könnt ihr einmal so durchrutschen und dann macht ihr Schaden. Der Schaden hier ist in der Regel größer wie das draufhauen. Und ihr seid natürlich auch besser dabei, euch zu healen, wenn ihr die ganze Zeit durch die Gegend durchrutscht. Cooldown von diesem Ansturm ist bei 2 Sekunden. Und wenn ihr so quasi durchrutscht im mittleren Bereich, dann macht ihr weniger Schaden wie am letzten Punkt. Also ganz am Ende von dieser Linie, wo ihr rutscht, macht ihr am meisten Schaden. Also wenn ihr es von der Distanz her gut trefft, dann macht ihr mehr Schaden, wie wenn ihr von nahe einmal durchrutscht. Das war es eigentlich soweit zu dem Ansturmhammer. Der ist auch ganz gut für den Anfang, weil ihr euch die ganze Zeit healen könnt und er auch ein bisschen Leben hat. So, der letzte Berserker ist hier der Gladiator. Dieser schleudert Blitze und hat auch so einen stylischen Hammer dabei. Dieses Set kriegt man aber nur über die Bosse, soviel ich weiß. Die anderen zwei kriegt ihr auch noch im normalen World Drop, also da bei den Minibossen und so und bei den normalen Gegnern. Das hier sollte meiner Meinung nach nur bei den Bossen quasi in der Arena, die ihr spawnen lassen könnt, droppen. Wir nehmen das mal mit. Hier haben wir Schutz des Gladiators, Beinschützer des Gladiators, Stiefel des Gladiators und Helm des Gladiators. Bei 4 getragenen Rüstungsteilen kriegt die Fähigkeit Blitzschlag, weniger Abklingzeit, also nur 15 Sekunden. Die Fähigkeit Blitzschlag verursacht nun 300% Schaden. Euer Set generell gibt euch einen Bonus von 110% Schaden und eine 15%ige Schadensreduzierung. Hier auf dem Hammer seht ihr Rechtsklick-Fähigkeit, also dieses Blitzschleudern, kann ich euch dann zeigen. Beschwört einen Blitzschlag an der anvisierten Position, welcher 125% Schaden verursacht. Hätte einen 60 Sekunden Cooldown, die Rüstung nimmt das aber runter auf 15 Sekunden. Die ist immer noch relativ lange. Das Set ist sicher sehr, sehr schwierig zu spielen wegen dem großen Cooldown. Spielen auch sehr wenig, aber habe ich selten gesehen, dass alles einer in der Hand am Mann trägt und damit spielt. Hier auch ganz normal. Linksklick draufschlagen für normalen Schaden. Das ist auch ein Eisenschwert. Hier die normalen Verzauberungen aufs Eisenschwert, also Schärfe, Schwungkraft, Haltbarkeit, Reparatur. Auf der Rüstung auch genau gleich, Schutz, Haltbarkeit und Reparatur. Mit Rechtsklick macht ihr dann die Fähigkeit und die sieht so aus. Da habt ihr dann so einen Blitz, den ihr schleudert auf die Gegner. Hat wieder 15 Sekunden Cooldown. Jetzt hier ist 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ihr müsst aber auf die Gegner zielen, um den Blitz zu machen, sonst könnt ihr den auch einfach irgendwo hinschleudern. Und dann trefft ihr nichts damit. Das war's soweit mit den Standard-Berserkern, die ihr kriegen könnt über die Bosse und in der normalen Welt, Hardcore-Farm-Welt. Die nächsten werde ich euch dann vorstellen. Im nächsten Video, ich hoffe, euch hat das ein bisschen Infos gegeben, geholfen vielleicht mit der Entscheidung, was ihr euch genau holen wollt und was ihr spielen wollt. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.